Ich mache direkt weiter. Das, was wir heute hier unter dem Punkt Beitritt des Rates der Stadt Essen zum Bürgerinnenbegehren Ratentscheid Essen in dem gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, den Grünen und fortgleich von den Linken finden, stammt 1:1 aus der Feder des Bürgerbegehren Ratentscheid Essen. Es ist keine formelle Übernahme, wie gerade schon erläutert wurde, sondern man hat sich einfach diesem Bürgerbegehren dieses zu eigen gemacht und möchte das heute hier hoffentlich beschließen. Unseren Text hier im Wortlaut zu lesen, ist natürlich eine große Freude für alle, die den Ratentscheid Essen unterstützend haben. Als wir vor 11 Monaten angefangen haben, hätten wir es noch nicht für möglich gehalten, was heute hier von 4 Fraktionen womöglich gleich gemeinsam beschlossen werden soll. Die 7 Ziele, die wir formuliert haben, das war ein langwieriger Prozess, da alle Ziele exakt auf die Ausgangslage der Stadt Essen zugeschnitten sind. 7 Ziele, die mit vielen, vielen Menschen im Vorfeld, mit Anwälten, mit Fachleuten erarbeitet wurden und zu guter Letzt auch mit der Verwaltung der Stadt Essen, dem Amt für Straßen und Verkehr, abgestimmt wurden. 7 Ziele, die auf 10.000 Unterschriftenblättern in der Stadt verteilt worden sind, bald 24.000 Mal von großen und kleinen Persönlichkeiten mit Name, Anschrift und Geburtsdatum unterschrieben wurden. In der Presse zuletzt wurden unsere 7 Ziele nochmals auf einer ganzen Seite zusammengefasst und allen Bürgern erläutert. Und jetzt sind sie da, wo sie hingehören, hier in diesem gemeinsamen Antrag im Stadtrat der Stadt Essen zum heutigen Beschluss. Auch die äußerst wichtige Präambel hat es in einer zweiten Runde noch in diesen Antrag geschafft. Sie ist äußerst wichtig, da sie eine Maßgabe für alle 7 Ziele enthält. Ich zitiere: Keine der Maßnahmen soll zulasten des Fußverkehrs umgesetzt werden. Vielmehr wird eine Neuordnung des heute vom Pkw-Verkehr beanspruchten öffentlichen Raums erforderlich. Denn auch der Fußverkehr muss gefördert werden. Er hat zwar derzeit einen größeren Anteil im Model Split als der Radverkehr, aber er hat ein großes Problem, denn er ist rückläufig und da muss dringend gegengesteuert werden. Weiter heißt es in unserer Präambel, bestehende Planung von Radverkehrsanlagen, ausgenommen bei Bebauungsplänen und Planfeststellungen, sollen vor der Realisierung angepasst werden. Dieses Detail mit den Bebauungsplänen, das kann durchaus aus dem Antrag wieder rausgenommen werden. Diese Einschränkung, die rührt nur daher, dass ein Bürgerbegehren diese Einschränkung gemäß Gemeindeordnung § 26 hat. Der Stadtrat kann auch andere Beschlüsse fassen. Wir schlagen also vor, die 3 Wörter bei Bebauungsplänen und aus der Präambel zu streichen. Der genaue Wortlaut der 7 Ziele ist aus der Vorlage bekannt. Einigen sicher auch schon etwas länger, denn seit dem Beginn der Unterschriftensammlung am 15.05. sind diese im vollen Wortlaut auf jedem Unterschriftenbogen nachzulesen. Nochmal in ganzer Kürze, 7 auf einen Streich, 10 Kilometer durchgängiges Netz für den Alltagsradverkehr, sichere Kreuzungen, 3 Stück pro Jahr, Fahrradstraßen, 25 Kilometer insgesamt an neuen, und zwar ohne Durchgangsverkehr, jährlich 8 Kilometer Radwege an Hauptstraßen, einheitliche Gestaltung, insbesondere mit räumlicher Trennung vom Gehweg, 12.000 neue Radstellplätze und jährliche Dialogveranstaltung zum Umsetzungsstand. Die Verwaltung hat diese Ziele bereits mit Kosten belegt. Die Gesamtkosten sind bekannt, 232 Millionen auf die Laufzeit von 9 Jahren. In diesen Gesamtkosten sind 15,3 Millionen für 19 Planstellen, die neu zu schaffen sind, enthalten. Und wenn dieser Beschluss heute kommt, dann sind wir als Ratentscheid, als Initiative gerne bereit, in den kommenden Wochen einige Stellenausschreibungen in unseren Netzwerken zu verbreiten, damit auch ausreichend qualifiziertes Personal gefunden werden kann. Wir hoffen, dass ein heutiger sogenannter Beitritt zum Bürgerbegehren, aber auch der Ratentscheid als gesellschaftlicher Prozess dazu führen werden, dass künftige Planungs- und Baubeschlüsse für die dann noch festzulegenden Einzelmaßnahmen mit deutlich weniger personellem und zeitlichem Aufwand beschlossen werden können, als das bei Radverkehrsprojekten in der jüngsten Vergangenheit der Fall war. Insbesondere, wenn es dabei um die Umverteilung des Straßenraums geht. Wenn wir parallel noch wirkungsvolle Maßnahmen aus dem Handlungskonzept Model Split 2035 der Verwaltung durchgeführt sehen, insbesondere die Stufe 3 zum MIV, das sogenannte 25% oder auch Push-Plus-Szenario, dann sehen wir reelle Chancen für eine Verkehrswende in Essen. Sicherheit für Radfahrende geht definitiv mit einer Reduzierung des Autoverkehrs einher, denn dort, wo weniger Autos fahren, fühle ich mich auf der Straße sicher, vor allem, wenn ich dort mit meinem 8-jährigen Sohn und meiner 4-jährigen Tochter unterwegs bin. Danke.